Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to War 2 mit den Seleukiden. Und Athen ist mal wieder in Tyros. Ja, yeah, juhu. Gut, also, wir können es schaffen, wenn. Wir haben Kavallerie, ja. Wenn wir mit der Flotte mindestens drei Pikiniere schaffen, dann könnten wir es knapp schaffen. Alles darunter ist sehr problematisch. Verdammt. Und die ganzen Hobliten sind hier hinten. Pikiniere. Und die ganzen Fernkämpfer sind hier. Das ist schlecht. Zwar ist der General auch da. Aber das ist sehr, sehr schlecht. Das ist schon ein bisschen madig. Ich könnte versuchen mit. Ich könnte versuchen mit denen hier hinzufahren. Klar, ich könnte auch die Fernkämpfer wegmachen, aber da würde ich maximal. Ja, wahrscheinlich würde ich. Wenn ich Glück habe, mit jedem einen wegrammen. Weil die anderen kommen gleich hinterher. Und ich muss wirklich versuchen, die Pikiniere. Hier, da. Hopliten, Pikiniere, Hopliten. Okay. Der rammt mal den und der rammt den. Ja, dann erstmal den da. Sehr schön, gleich weiter. Sehr schön. Sehr schön, du gleich den da. Sehen zurück. Und gleich nochmal. Der hat es schon wieder nicht geschnallt. Okay, nochmal. Sehr gut. Okay, die sind jetzt gelandet. Okay. Okay. Gut, dann haben drei einen Pikiniere. Ah, nur einen. Na komm, bums den. Entschuldigung. So, it's Hammer Time. Sehr schön. Gut. Okay, jetzt schaue ich mal, dass ich hier ein paar Fernkämpfer absnacken kann.
Das war gut. Das hat sich gelohnt. Das hat sich doch mal gelohnt. Wobei hier. Sehr gut. Ich leg mal hier an. Jetzt reite ich mir raus. Tut zwar weh, aber... Das hat sich schon mal gelohnt. Hierhin. Ups. Ups. Ja, wenn das alles so mit, ja, mit den Speerträgern vorgeht, kann ich doch mal ein bisschen aggressiv reingehen. Wollte ich die nicht hier hin? Habe ich wohl vergessen. Na gut. Ey. Wie kannst du es haben? So. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, wobei, nee. Hier oben sieht es gar nicht gut aus. Hier sieht es gar nicht mehr gut aus. Die Pikeniere sind halt doch sehr gut. Dann muss ich mal von hinten rein. Zumindest ein paar Mal. Zurück und dann wieder hin und dann ist es auch vorbei. Ach, das sind nur noch Hopliten? Ernsthaft? Die Männer wanken. Jetzt gehe ich mal weg und kümmere mich hier um. Und die schießen dann währenddessen die tot. Ja, ohne Kavallerie ist es immer ein bisschen schwerer. Haben auch die Spartaner sehr früh relativ früh festgestellt. Also man sagt ja, dass Sparta nur Hopliten hatte,
Sparta, also die spartanischen Bürger, ja, die waren nur Hopliten, weil die hatten so eine ziemlich dumme Angewohnheit oder Gesetz, dass jeder gleich ist. Und das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine leichte Infanterie war, und die anderen alle Hopliten, dann waren die ja nicht gleich. Und dementsprechend, eine unserer Einheiten hat ihre gesamte ja, hatten die da sehr große Schwierigkeiten mit der Gleichheit der Menschen. Aber, ja, die haben es somit gerettet, dass die Periöken und die Heloten von denen, die Verbündeten, einfach die Kavallerie und die leichten Infanterietruppen gestellt haben. Deswegen war Sparta dann auch, als der Peloponnesische Bund langsam zerfiel, auch so, ja, sehr schlecht dran. Okay, das ist Sparta gegen Gequassel, das interessiert hier niemanden. So, Athen haben wir erfolgreich. Alter, ich habe halt alle getötet. Knapper Sieg, also ich fand das jetzt nicht knapp. Wir bekommen 2000 davon. Geil. Oh, jetzt kommt Sparta. Oh, stimmt. Unsere Hauptstadt haben wir ja letzte Runde verloren. Weil ich hier aus Versehen, also dummerweise. Was will der denn jetzt? Ach, ja. Leider muss ich das spielen, aber das ist echt einfach. Genau, das. Ich habe letzte Runde mit der Hauptarmee, ja, die neben der Hauptstadt war, einen Riesenfehler gemacht. Das wurmt mich immer noch so. Das wäre so einfach gewesen. Das wäre wirklich mega einfach gewesen. Was hast du denn? Steinschleuderer, hier Fernkampfkavallerie, also Plänklerkavallerie hat da einige. Okay. Dann müsst ihr wieder als Kanonenfutter dienen. Das tut mir auch sehr leid. Aber das macht ihr halt immer ganz gut. So. Warte, dieses Mal mache ich es so. Nicht, dass ich wieder den gleichen Fehler mache. So. Okay, wir können. Ja, die bleiben trotzdem mal. Gut. Wie lauten eure Befehle? Nieder Kavallerie! Schnell jetzt, mein Herr! Lauten Formation! Schneidet die Stücke! Stehen durch Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Reiter! Kommt mit der Geschwindigkeit! Tja, schlecht gelaufen. So, ihr geht mal hier hin. Ihr fokussiert euer Feuer, ja, noch nicht.
Wir gehen mal ein bisschen vor. Männer wanken. So, dann können wir jetzt mal reiten mal dahin. Der geht mal kurz raus und dann wieder rein. Ach, das ist ja lieb von denen. Beide fertig. Okay, Elefanten sind weg. Den hole ich mal noch mal her. Die da auch. Schnell bitte. Und trampeln. Sehr gut. Die sind auch weg. Finally. 10, ja, 10 von 80 sind noch zu viel. Überleben. Hier sind es 16 von 120. 4 von 8. 4 von. Was laber ich? Ich und Zahl. 4 von 80. Klingt es ja komisch, wenn ich sage, dass Mathe mein stärkstes Fach war? Und nein, ich, in den anderen Fächern war ich nicht auch schlecht. Naja. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Oh, surprise, surprise. Wer hätte das denn gedacht? Also, ja. Das können wir eigentlich vorspulen. Das können wir eigentlich vorspulen. Nein, nein, ich vernichte euch alle. Der feindliche General ist tot. Weder Kavallerie zu einem Dienst. So, die dürfen da auch nicht durch, warte. Ach, die holen wir auch noch. Gut. Definitiv. 238. Das ist nichts. Geil. 2274 habe ich gekillt. Versucht halt immer wieder, ne? Aber da habe ich halt ja jetzt auch schon eine sehr, sehr starke Garnison. Und jetzt habe ich richtig viel Geld. Ich glaube, letztes Mal habe ich nicht alles ausgegeben oder kaum was ausgegeben. Du lässt die Finger von mir. Einsatz von Söldnern. Verfügbarkeit. Verstärkung für Söldner der Freund. Nee, das brauche ich eigentlich nicht.
Garnisonschwächung, Diebstahl. Mhm. Rang erhöht, gescheitertes Bestechungsding. Sehr gut. Rebellion bevorstehend, ja. Warum? Also, das ist jetzt überall eine. Ich verstehe es halt nicht, weil normalerweise, wenn Rebellion ist, dann ist eigentlich plus 20. Und hier sind trotzdem noch minus 30, wegen Plündern und so weiter. Also, irgendwie ist das nicht ganz korrekt. Naja. Der will mich gerade sowas von verarschen. Der hat, also Gewaltmarsch. Der war mit Gewaltmarsch hier drin. Normalerweise kann man das ja umstellen. Aber tja, ich bin halt schon mit Gewaltmarsch losgegangen. Oh, ein Quark. Ach, nervt das. Okay, gut. Also, hier, die da. Angriff. Ist natürlich eine schwierige Schlacht. Leider. Okay, du. Gegen den 12. Gegen 9. Bevor die jetzt noch weiter plündern. Ach komm, das. 83%. Ja, nee. Das kämpfe ich so. Ach, das wird relativ schnell gehen, denke ich. Also sogar meine Garnisonsarmee kommt mit. Warten. Warten. Ja, Nebel reicht. So, ich will eine starke... warte mal. Viele Bäume. Das ist nicht ganz so cool. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Okay, die meisten von ihnen sind verdeckt. 3 hier, 2 da. Hier habe ich 3, also 1, 1, 1. Was hat er für eine Kavallerie? Bürgerkavallerie. Ach ja, okay. Da kann ich wirklich chillig angreifen. Ich gehe mal schon mal auf Position hier mit der Kavallerie. Hier wird wahrscheinlich irgendwas drin sein. Okay, da zieht sich zusammen.
Mittlere, ja. Sehr schwere Schockkavallerie, alles klar. Okay, die sind schon fertig. So, dann gehe ich mal hier hin. Die gehen mal langsam vor. Schön sandwichen. Unser General wird angegriffen. Okay, sehr gut. Also das passt auch. Ja, was machen die denn? Was machen die denn? Die mal fertig? Ja, doch. Nein, die noch nicht ganz, aber einen kann ich entfernen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Was dann eigentlich? So, wieder alle mitnehmen. Also alle, also so viel wie möglich. Kann was sein. Da noch welche? Einzelne. Boah, verschwunden. Der da hat ziemlich gelitten. Der wurde halt aufgegriffen. Okay. Gut, die erste Armee von denen sind jetzt, ist jetzt auch weg. Ist halt nicht die. Halt nicht die wichtigste. Wobei die war schon relativ groß. Die in Tyros ist, glaube ich, relativ klein noch. Ich muss halt schauen, dass ich wieder Money bekomme. Ja, die
der baut gerade auch auf. Wie das aufs Klappen? Ach, der hat sie überlebt. Okay. Das ist sehr ärgerlich. Minus 300. Der plündert. Aber hier kommt er nicht hin. Dann hole ich mir mal hier damit ich hier auch gut bauen kann. So, warte. Quartiersmeister, gut. Dann erst kommt das Beben. 38 ist der Moral für Kaffee. Oh, Stahlmeister, das ist krass. Öffentliche Ordnung, Autorität, Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsbonus für Streitwagen, Forschungsrate, Moral, Kommission, Kavallerie mache ich, Schüsse pro Minute, hellenische Infanterie brauche ich nicht, ja, Schüsse pro Minute, warte mal. Ja, brauche ich gar nicht. Schüsse pro Minute brauche ich gar nicht. Nahkampf für Infanterie. Nee. Bewegungsgeschwindigkeit für leichte Kavallerie. Kulturelle Konvertierung. Ich mache das da, damit der... Ach fuck, der... Ach nein. Das ist ja der Abtrünnige. Oh nein. Und ich habe den noch verstärkt. Dann mache ich das sofort dann weg. Stimmt. Und das ist so ein guter und er hat so eine gute Frau am Mann. Das ist immer sehr hart nervig. Das ist meiner. Okay, egal, gut. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Wahrscheinlich. Ja, oder ich warte einfach. Kapitulation 6 Runden. Ja. Mal schauen, wie viel ich bis dahin verliere. Ist halt auch sehr, sehr important. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.